Hallo und herzlich willkommen zu Fishing Planet, The Ultimate Fishing Simulator. Ich bin der Affenkönig, nämlich das ist Part 94 und ich habe, ihr seht schon, den 42 Gramm Spoon dran, Medium Spoon. So, erstmal rösten über Feuer. Ne, und auf jeden Fall wollen wir mal gucken, ob wir heute die große, 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 einzigartige Seeforelle schnappen. Ne, ich weiß es noch nicht, aber das wäre natürlich mein Traum. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part schon eine 10 Kilo Seeforelle gefangen und noch ein paar andere schöne Biester. Ja, und dann will ich doch mal gucken, was wir da alles noch so landen können. Also ich bin mal gespannt und ich bin auch guter Dinge. Die Beißzeit ist noch super. Die wird nämlich noch immer besser. 40 Kilo haben wir in unseren Kescher. Das ist noch nicht die Welt, aber die Viecher geben auch richtig Kohle. Deswegen... Ich stelle auch gleich meine Grundangeln auf. Ich wollte nur erst mal einmal antesten, ob wir hier schon mal ein Biss drauf kriegen, weil das Ding ist ja dann doch schon sehr groß. Aber ich sag mal, wenn hier große Oschis unterwegs sind, dann sollten die hier drauf auf jeden Fall anbeißen. Ist natürlich schon wirklich eine Hausnummer, ein 4-0er Haken mit 42 Gramm. Aber die Viecher wären ja auch riesig. Von daher sollte das schon passen. Minus 4 Grad haben wir, das ist natürlich nicht die Welle. Ich habe einen fetten Pelzmantel an. Und dann auch nochmal minus 4 Grad, 4 Grad Wassertemperatur meine ich. Das ist natürlich auch ganz schön krass. So, jetzt habe ich da eine Hänge gehabt. Hat man da überhaupt schon mal eine Hänge? Was könnte denn da sein? Kraut etwa? Nein, das ist doch kein Kraut. Auf jeden Fall habe ich jetzt den roten genommen. Ich habe den noch in so einem grellen Gelb, also Neongelb. Werden wir dann auch mal ausprobieren. Ich weiß nicht, was hier besser geht. Momentan tut sich da noch nichts. So, stellen wir erstmal unser Gerät auf. So. Da ist er doch, der Gute. So, diesmal noch ein Stückchen weiter, weil das Dreieck brauchen wir ja nur. Zack, so, genau, rechter Winkel. Jawohl, so macht das der Handwerker. Wunderbar. So, was haben wir denn hier alles? Ich werfe das so aus. Ich habe das ja alles schon eingestellt das letzte Mal. So, unsere Big Ellie mit der Eintagsfliege, 1-0er Haken, damit kann man nämlich auch viele Sachen fangen. So, da hinten spritzelt es und spratzelt es mal wieder. Da werfen wir auf jeden Fall gleich mit hin. So, schön. Und wir könnten vielleicht diesen, wenn es gut beißt, diesen, wenn es nicht so gut beißt, den nächsten Part vielleicht aufsteigen. So, was haben wir denn noch? Die Heavy Chaser, genau, das ist unsere ganz große Route. Da habe ich jetzt... normale Fliegen dran, um eine richtig schöne Ausbeute hier zu bekommen. Und der Wurf ging natürlich in die Binsen. Wollte ich auch gar nicht so weit auswerfen. Genau hier vorne spritzelt und spratzelt nämlich auch noch. Das ist aber auch, da ist es aber auch schon verdammt tief, glaube ich, an der Stelle. Ja, das zeigt es mir das jetzt an, jetzt bin ich mal gespannt, ob es mir das anzeigt, wie tief das ist. Es sind doch hier gute 20 Meter. Das zeigt es einem gar nicht mehr an, das ist einfach nur bodenlos tief. Und deswegen bin ich manchmal der Meinung, dass es vielleicht deswegen auch gar nicht beißen tut. Weil im letzten Part habe ich es ja dann immer hier vorgeschmissen, da ging es immer. Aber ich wollte es wenigstens nochmal testen, um das ausschließen zu können. So, dann haben wir hier noch unsere Posenangel mit leckeren Ritzen dran. Das ging ja auch das letzte Mal, dass wir das gehört haben, dass da welche angebissen haben. Aber die ging gar nicht so gut, wie ich eigentlich mir erhofft habe. So, und dann natürlich... da beißt es doch gleich, Leute. Da hat es doch gleich... Oder habe ich mich da gerade getäuscht? In der Posenangel? Anscheinend nicht. Aber es sah gerade irgendwie so aus. Jetzt hätte es ein bisschen gebissen. Welche macht denn jetzt hier Alarm? Oh, sieht das herrlich aus. Drei Ruten, noch eine vierte in der Hand. Wenn das hier in Deutschland gehen würde. Oder zumindest hier bei uns in Thüringen. Junge, das wäre der Hammer. Weil wir wissen ja, im echten Angeln ist es nicht so, dass alle 5 Minuten ein Fisch beißt. Zumindest nicht hier bei uns in Thüringen. Da muss man schon richtig einen guten Tag haben. Und wenn, dann sind das auch nur kleine Barsche.
Ah, das ist unsere mittlere. Die haben wir auch ziemlich weit rausgehauen. Die Heavy Chaser. Ja, gut. Aber einfach mal weiter probieren hier auf unsere riesengroße Seeforelle. Ja, noch zieht sie aber nicht weg hier. Unser Heavy Chaser. Alles noch im grünen Bereich. Oh, warum habe ich jetzt den Köder ganz hochgezogen? Ja, und ihr könnt euch noch daran erinnern, am letzten Part wollte ich gerade noch den letzten Fisch von uns besorgen. Tja, das hat ja dann leider Gottes nicht geklappt, weil meine Angel sich irgendwie im Gestein, im Berg verhangen hat. Und ich konnte einfach nichts mehr machen. Ich hätte noch dort die Bremse einstellen können, aber ich glaube, dann wäre mir die Angel flöten gegangen. Ich habe das Spiel dann einfach beendet und wieder gestartet und dann stand ich einfach so hier. Also alles in Ordnung, hat nochmal funktioniert. So, jetzt auch mal gucken, ob wir hier nicht was Schönes an der Leine kriegen können. Entweder ist die Strömung da unten so stark bei unserer Heavy Chaser oder es ist wieder so ein kleiner Mini-Döbel, der sich da dran zu schaffen macht. Hat man im letzten Part auch. Der hat es natürlich nicht geschafft, die Rutenspitze zum Klingeln zu bringen. Und somit konnten wir den Leid nicht landen. Oh! Was ist denn jetzt so los? Mit einem Schlag! Oh! Jetzt haben wir. Das ist schon wieder der Fehler, Leute. Nein! Seht ihr das? Was ist denn das für ein Bug? Guck dir mal, wie meine Leine jetzt da hinten drin hängt. Das gibt's doch nicht. Was ist das? Ich kann jetzt aber auch nichts machen. Ich kann wirklich, weiß nicht, Dreieck drücken bringt nichts. So, ich probiere jetzt mal in der Angel zu gehen hier. So, wir haben irgendwas. Es scheint ja wirklich so ein kleiner Döbel zu sein oder sowas. Ja! Oh, ist das herrlich. Ein kleiner Seedöbel. Auf dem Meeresgrund. Jawohl. Meeresgrund, was erzähle ich denn? Seegrund natürlich. Oh, der ist schon niedlich, gell? Ein niedlicher kleiner Fratz. So, aber was ist jetzt mit meiner anderen Angel, du? So, ich werfe mal nicht ganz so weit rein. Machen wir mal hier. Da sollte es auch nicht ganz so tief sein. Ah, 9 Meter. So, und jetzt funktioniert es. Nein! Leute, was ist das denn nur? Ich kann auch wirklich nichts machen. Ich probiere jetzt mal was. Ich hoffe jetzt, dass die Angel dabei nicht kaputt geht. Guckt euch mal das Ding an, man sieht gerade, die ist so weit gebogen. Weil hier hat er die Angel doch dann eh nicht mehr in der Hand. Ah, das geht nicht. Oh, ich war blöde. Was ist denn das für eine Scheiße? Puh, eine Möglichkeit hätten wir vielleicht noch. So, und hier scheint schon wieder ein Döbel sich zu schaffen machen. Ich hole die gleich mal raus. Oh, na dann muss es. Nee, das ist kein Döbel. Das scheint was anderes zu sein. Was haben wir denn hier? Ah, ein Bachsaibling. Ja, hat man auch schon mal so ein Lumich im letzten Part. Aber das ist schon ein bisschen schöner. Hier 800 Gramm, 40 Zentimeter. Schöner Fisch. Ein schönes Getier. So, dann machen wir hier gleich mal weiter. Gleich wieder raus. Das gute Stück. Scheint ja gut zu funktionieren. Ich hole die andere aber mal rein mit den Eintagsfliegen. So, die Heavy Chaser gegen unsere Big Ellie. 70 Meter, das ist schon krass. Werft jetzt auch mal hier in so eine Ecke, nein.
Aber es ist jetzt blöd, wenn wir jetzt unsere schöne Spinnroute wieder nicht benutzen können. Das wäre doch echt schon wieder richtig. So, hier vorne sind wahrscheinlich. Das sind wahrscheinlich alles die kleinen Seedöbel. Ich werf mal. Hier so an der Seite. Mal gucken, wie tief es da ist. Oh, 10 Meter. Ah, 6 Meter. Das ist wunderschön. So. Jetzt! Ja, jetzt geht's wieder, Leute! Oh! Glück im Unglück, sage ich nur. Sehr schön. Manometer, was war denn da los? Also, das scheint mir wirklich ein Bug zu sein. Wenn man da weiter auswirft, ist da manchmal. Geht's mit der Angel durch, du. Das sollten sie aber mal schnell patchen. Ich weiß ja nicht, ob ihr diese Probleme auch habt. Ihr könnt es mir gerne mal berichten. Oh! Hier scheint sich einer zu schaffen zu machen. Oh, 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 oh. Das scheint nichts ganz Kleines zu sein. Wenn die Heavy Chaser schon so ausschlägt. Ah, das muss schon. Ah, da haben wir doch die erste Seeforelle. Sehe ich doch gleich. Ich habe bestimmt 4-5 Kilo, hä? Ja, 4,2. Och nee, das ist ein atlantischer Lachs, du! Du alter Sauhund. Oh, das sieht aber schön aus. Oh, wie der glänzt und. Oh, schön. Gefällt mir. Hat man auch im letzten Part gar nicht, glaube ich. Gibt auch 500 Öcken. Nicey. Das gefällt mir. So. Rappelt die Bubble. Raus das Ding. So, einmal angezogen. So, dann können wir hier gleich weitermachen. So funktioniert das. Bis jetzt noch kein Biss auf unseren riesigen Medium Spoon. Ich werde jetzt gleich mal einmal werde ich noch auswerfen, weil, wie gesagt, wir haben noch nicht so viele Versuche landen können. Dann werde ich mal diesen, ja, die Farbe wechseln. Oh, oh, und jetzt im letzten Moment hier geht mir da einer ins Messer. Ah! Da ist es doch, Seeforelle. Auch 5 Kilo. Ja, nehme ich mit. Klar. Schön, schön. So, werfen wir nochmal hier in die Ecke. Hier hängen, ne? Ja, aber das lohnt sich halt hier auch nicht, das Kanu auszuleihen. Weil dann könnte ich diese ganze Aktion hier ja schon mal vergessen und nur noch mit der Spinnroute losgehen. Ich glaube, das wäre ein bisschen. Dann wird es auch nicht so spannend sein. Dass man manchmal sich entscheiden muss, an welche Angel man jetzt geht, welche man anzieht. Wo man sich die besten Ergebnisse verhofft. Aber seht ihr das? Eigentlich ist der Köder so weit gesunken, dann ziehe ich den ganz normal im Twitch-Modus ein. Und auf einmal ist er wieder ganz oben. Das scheint wohl irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Da ist der Käfer unterwegs, meine Damen und Herren. Da ist der Käfer unterwegs. So, aber vielleicht, ich meine 60 Meter, guckt euch das mal an, das ist so tief hier. Also ich schätze das wirklich hier hinten auf 20, 30 Meter Tiefe. Oh, 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 oh. Da ist doch was an unserer, ja, nein, schade. Da war was an unserer wunderschönen Posenangel dran, aber ich habe es auch gar nicht mehr gesehen. Hab's auch gar nicht verfolgt genommen, ich alter Hornochse. So, gleich mal hingen aus. Jo! So. Sehr schön. Muss ich mal aufs Geräusch ein bisschen mehr achten jetzt. Weil da kann uns theoretisch auch noch was Schönes, Großes ins Netz gehen. Und die Brutus ist ja auch für, ja, ich sag mal 13, 14 Kilo. Es war der größte Wels, 15 Kilo habe ich damit rausgeholt, glaube ich. Das ist ja auch nicht von schlechten Eltern.
Ja, Leute, und Artikel 13, sagen wir, habt ihr auch schon Urheberrechtsansprüche gehabt, falls ihr selber ein paar Videos hochladet? Also, ich hatte jetzt schon mehrere Urheberrechtsansprüche in meinen Red Dead Redemption Videos oder auch hier. Ich weiß nicht, woran das liegt, keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendeinen Spruch gebracht aus irgendeinem Film, aber das ist doch aberwitzig, oder? Das ist doch echt aberwitzig. Da sagt man irgendein Filmzitat, zum Beispiel: Gandalf, was ist das elbische Wort für Freund? Melon. Nein, ihr wisst, was ich meine. Das kann doch nicht die Wahrheit sein, dass man dann dafür bestraft wird. Denn wenn das weiter so geht und die dann wirklich Videos von meinem Kanal nehmen, dann kann die ganze Geschichte sich hier ganz schnell erledigt haben. Das wäre schade für euch, das wäre schade für mich, weil ich mache das echt gerne. Naja, wir werden mal sehen, wo sich die Geschichte hier hin entwickelt. Das ist ja erst die Spitze des Eisbergs, wie wir alle wissen. Oh, jetzt ist einer ins Netz gegangen. Die hocken immer auf dem Grund bei 40 Metern hier. Hab ich das Gefühl. Das könnte wieder... Ja, da sprengt die 5... Ja, vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade sagen, da sprengt die 5-Kilo-Marke. Muss jetzt aber auch nicht so sein. Aber diesmal hole ich die Hunde aus. Ja, 5,8 Kilo. Der größte für heute schon mal. $582. Die werden mitgenommen. Gehen sie? Ich will es trotzdem mal ausprobieren. Ich möchte trotzdem noch mal hier meinen schönen neongelben Spoon dran machen. Ob der vielleicht auch gut funktioniert. So an der Kleinangel. Oder an der mit der höchsten Frequenz vom Geräusch her. Nee. Hat sich schon wieder erledigt, die ganze Geschichte. Na gut. Aber was für eine Frequenz. Die ganze Zeit jetzt. Und jetzt seht ihr, habt ihr es gesehen? Schon wieder ist mein Köder oben. Da liegt irgendwie auf Grund. Was ja eigentlich schon seltsam ist, weil so schnell kann der bei den 30 Metern oder was weiß ich, wie weit hier gar nicht untergehen. So schnell. Naja, ich lasse ihn erstmal sinken. Machen leichtes Stop and Go. Aber dann scheint hier irgendwo bei 40, 45 Metern irgendwo in der Tiefe hier irgendwo so eine Gumpe oder irgendeine Böschung unter Wasser zu sein, wo sich dann die großen Oschis dahinter verstecken. Aber guckt euch mal die Spiegelung von der geilen Felskante hier vom Berg im Wasser an. Das sieht echt geil aus. Gerade hier, wenn blauer Himmel ist, herrlich. So, mal schauen, ob wir hier jetzt was Schönes landen können. Aber die hacken auch gleich zu, gell? Alles, was so Salmoniten-ähnlich ist, das ist ja auch, merkt man auch, wenn man selber Salmoniten angelt, wie Bachforelle oder Regenbogenforelle oder Esche, die knüppeln auf das Ding drauf, da gibt es kein Zurück mehr. Das ist echt cool. Da hat man halt eine schöne Garantie, den auch schön zu haken. Entweder ganz oder gar nicht, kann ich da nur sagen. Na, diesmal leider nichts. Ja, ich weiß halt nicht, ich will es ja auch mal testen. Ist der rote besser oder ist der neongelbe besser? Welche ist denn die andere Diabel mit? Ist es die mittlere oder vorne unsere Posenangel? Ich denke mal, unsere Posenangel piept ja nicht wegen den Ritzen da drin, oder? Das könnte ja natürlich auch eine Möglichkeit sein, aber ich glaube, das wäre ein bisschen blöd, wenn die deswegen piepen würde. Weil dann hätte man ja elend viele Fehlbisse. Oh, jetzt tut sich gar nicht mehr, wenn man hinguckt, gell? Hier hinten ist es gerade gesprungen irgendwo.
So, ich werfe auch erstmal. Was ist denn das für ein Geräusch jetzt? Haben die Schleusen aufgemacht da hinten, oder? Oder ist der Wind aufgefrischt? Ist da jetzt hier ein anderes Geräusch? Ach ja, meine lieben Freunde, Motorsportfans, Niki Lauda ist gestorben. Ach ja, da ist es mir auch so ein bisschen eiskalten Rücken runtergelaufen, weil ich mochte den immer. Der war immer gerade raus. Es kann natürlich vielen Leuten auch nicht gefallen haben, was er gesagt hat, aber er war zumindest immer gerade raus und hat nicht hinterm Berg gehalten mit seinen Aussagen. Das fand ich gut. Jetzt ist diese Legende von uns gegangen. An dieser Stelle möchte ich da nur meine Trauer mal kurz mitteilen. Eine Legende, meine Damen und Herren. So, aber jetzt zu einem anderen Sport, und zwar dem Angelsport. Bisse ohne Ende, aber keine erfolgreichen Landungen, zumindest nicht auf Grund. Mit der Pose auch nicht. Und bis jetzt mögen sie den neongelben Köder auch nicht wirklich. Der Köder wurde gefressen oder ist vom Haken, hä? Ja, dann war das vielleicht wieder so ein kleiner Döbel. Vielleicht sollte ich auch einfach mal einen größeren Haken dran machen. 2-0er Haken, sollte doch hoffentlich der Döbel nicht mehr dran gehen. Oder was meint ihr? Kann ich natürlich mal probieren gleich. So, dann gucken wir doch mal, ob wir das jetzt hier anders machen gleich. Ich lege die mal ab. Mache auch dann mal mit dem Roten wieder dran. Der ging dann doch noch mal ein bisschen besser. Aber hier ist ja schon 2-0er Haken dran. Da kann es ja gar nicht so was Kleines gewesen sein. Ich schaue jetzt mal hier hinten hin. Ziehe noch mal ein bisschen rein, so. So, und ablegen, jawohl. Lassen wir hier mal die ganzen Möglichkeiten ausschöpfen. Oh, die Vögel zwitschern. Schön. So, hier hat sich ja wirklich gar nichts getan. So, wo tue ich denn das Ding jetzt hin? Vielleicht auch mal hier hinten irgendwie in die Ecke rein. Mal gucken, was sich hier tut. Könnte jetzt natürlich mal bei der Posenangel ein bisschen bleiben. So. Das sollte funktionieren. Es zeigt uns zumindest jetzt nichts an. Pose geht wirklich gar nicht so viel. Oh! Ja, das ging aber jetzt schnell. Das ging aber richtig schnell jetzt. Oh, der Mensch! Da sind die Fische wohl an ganz anderer Stelle. Das ist halt nur, weil ich hier hinten meine Erzrivalin Seeforelle gefangen habe. Deswegen dachte ich mir, Mensch, da gehst du dahin. Das ist jetzt unser Big Ellie hier. Gut, das ist nicht die allerstärkste, aber das ist auch schon... Boah, auch wieder 5 Kilo. Die geben auch schön XP. Sehr schön. Hat sich doch hier lohnt. So, dann machen wir das gleich nochmal. Oh, das war hier irgendwo, gell, in der Gegend. So, Schnurbremse ein Stückchen runter. Ist ja nicht die allerstärkste Angel.
bisschen eingeholt, das Ding. Und abgelegt. So, was piepselt jetzt hier rum? Das ist unsere Kleine, die jetzt hier rumpiepselt. Ach, die Postangel gefällt mir noch nicht so richtig. Das ist... Ha, das funktioniert für mich noch nicht so richtig. Ich mache mir jetzt hier mal einfach spaßenshalber große Ritzen dran. Dann baller ich mir hier mal einen 2-0er-Haken dran. Und wenn man mehr auf der sicheren Seite... Oh, das Vorfach ist zu schwer. Dann machen wir... Haben wir doch auch noch irgendwo Scheiner. Oder? Heilig. Da ist er. Der Gute. So, vielleicht passt es ja jetzt. Ne? Schauen wir einfach mal. So richtig wollen sie nämlich nicht, die Lorche. So, geht jetzt unsere gute Pose unter? Nein. Das funktioniert. So, das sieht doch gut aus. Achten wir doch gleich mal da drauf, was hier passiert. Ach, Seeforellen sind schon irgendwie mit am meisten drin. Außer man geht jetzt wahrscheinlich auf den Seedöbel. Die werden auch noch sehr viel drin sein. Hier tut sich was. Wieder mal an der Big Ellie. Ah, das ist nichts. Oh. Das ist jetzt nichts ganz Großes. Was haben wir denn da? Ah, wieder ein kleiner Bachsaibling. Schöne Größe. Auf jeden Fall eine schöne Größe, um es zu essen. Die Eintagsfliegen gehen echt wirklich, ja, die gehen überragend. Überragend gut. Ja, ein bisschen mehr ins Tiefere nochmal. Stückchen jedenfalls. So, mal rot reingeholt und zack. So, jetzt war doch auch Bewegung hier an unserer Pose. Das habe ich doch ganz genau gesehen. Ist da etwa jemand da? Klopft da jemand an den Scheiner oder? Ist der Scheiner wirklich stark genug, um jetzt hier die Pose ein bisschen wegzuziehen? Ich glaube nicht. Ich glaube es eigentlich nicht. So, mein Kater Quaum sitzt schon mit an der Ecke. Da will sicherlich gekämpft werden nachher mal. Da freut er sich nämlich immer, wenn ich den sein riesiges Fellknäuel zurechtkämme und da gefühlt 3 Rollen Garn raushole aus denen. Das sind wirklich ungelogen. Das sind immer 2 volle Hände, die ich da raushole. Also wenn ich das alles in den Sitzsack passen, reinmachen würde, da hätte ich heute, da hätte ich mir keine Füllung mit Styroporkugeln mehr kaufen müssen. Aber ich glaube, das fängt bestimmt an, nach einer Weile zu stinken. So normales Tierfell. Und das ist auch immer so schön weich. Eine weiche Wolle. Aber auf die normale... Nee, dann nehme ich lieber meine Spinnrute, Leute. Und lass die Posenangel erstmal weg. Weil damit haben wir definitiv viel mehr Erfolg. Ach, da ist sie doch. Ich drehe hier das Rad dreimal rum, du. Dann können wir nämlich auch mal hier drüben reinwerfen. Nur um es mal getestet zu haben. Ja, was hast du jetzt für einen Schwinger gemacht? Jetzt habe ich aber nicht gedrückt, Leute. Also das, ich mache ja oft Fehler. Ich weiß. Aber das war diesmal nicht mein Fehler. Oh, sehr schön. Lass mal den erstmal schön sachte untergehen. Und behalten hier unsere anderen Angeln im Auge. Und da geht's auch gleich wieder los. Tauschen wir die gleich mal aus. Wieder an der Big Ellie. Also sagen wir mal auf die Eintagsfliegen. Da scheinen sie ja richtig zu stehen, du. Die lieben sie ja. Könnte wieder Kollege Bachsaibling sein.
Bewährt sich gut. Aber ich würde gerne mal so eine Heringsmarine fangen oder was das war. Ha, wieder 4,3 Kilo. Immer so die 4 bis 5 Kilo Marke hier. Im letzten Part ja, wie gesagt, die 10 Kilo von der Seeforelle. Ja, diese Heringsmarine. Die mochte eigentlich auch fliegen und eintagsfliegen, aber die haben wir bis jetzt noch gar nicht gekriegt. Wo könnte die denn stehen? Ich werfe jetzt einfach mal ein bisschen hier zur Richtung. Ja, das ist ein umgefallener Baum. So. Ist ja wurscht, die liegt ja eh hier vorne drinnen, von daher ist das ja wirklich ganz egal. Es könnte schon sein, dass jetzt hier der Seedöbel immer dran rumknubbelt hier. Aber das ist eigentlich so der Top-Köder auf die Seeforelle, ist natürlich auch mit Shiner. Aber ich könnte natürlich auch meinen Shiner hier dran packen. Komm, das machen wir jetzt mal. Weil den hat man eh eben an unserer Posenangel. Da lege ich den halt mal auf Grund. Vielleicht funktioniert das ja besser. Vielleicht funktioniert das ja besser. So, da ist er. Gleich dran gemacht und ja, hier nochmal so ein bisschen mittig ausgelegt. Ja, so. Hup. Bisschen reingezogen. So, 21 Meter. Kann das Ding in Ruhe untergehen. So, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Da bin ich doch mal gespannt. So, und jetzt hier nochmal voll auf Neon. Ansonsten wechsle ich auf Rot, wenn das jetzt hier keinen Erfolg bringt. Ja, wir hatten wirklich noch nicht schöne Bisse auf den. Ah, jetzt geht's auch wieder los. Ah, dann sind alle beide gut. Dann funktioniert Rot wahrscheinlich genauso gut wie Gelb. Ah, Mist. Jetzt ist einmal kurz ein Shiner dran gemacht. Und jetzt geht's hier gleich Rio Grande. So, ich leier mir, versuche mir hier mal einen Wolf zu leiern. Schneller! Geronimo! So, und da haben wir auch schon den. Ok, oh! Splake-Trophäengröße! So, jetzt vielleicht. Bleib dran, Fisch! Ich bin da! Oh nee! Und da habe ich mich so beeilt und ein Splake weggedrückt. 4,22 Kilo. Da habt ihr gesehen, das war ein neuer Rekord. Den hat man so noch nicht. Den hat man so definitiv noch nicht. So Richtung Leuchtfeuer. Aha, das war ungefähr so die Ecke. Könnte das gewesen sein. Oh, das ist schade jetzt. Das meine ich, das ist schade. Aber die Spannung hat man ja auch nur, wenn man eben mehrere Angeln rausbambelt, sonst wird das ja nichts. So, ich hatte hier so 21 Meter. So, paar 20. Hoffe ich doch mal, dass das jetzt funktioniert. Oh, die war. Da war schön das Plague, du. Da musst du schon mal kurz so Blick drauf werfen. Wo war das denn? Inventar. Zack, zack, zack. Setzkescher. Ja, Quappen hat man ja auch noch viele gefangen mit dem Chat. Da ist er, das Plague in Trophäengröße. 4,222 Kilo, 76 Zentimeter. Da gibt auch fast 700 Dollar und 153 XP. Schön, schönes Tier. Ein schönes Tier. So, den hatten wir ja hinten gefangen. Bei dem Baumstamm. Ich werfe jetzt mal. Hier so richtig Hals über Kopf, mal so richtig beschissen. Nee, wir hatten ja vorhin auch da hinten reingeworfen. Ich werfe jetzt immer mal so an markanten Spots. Gehe ich jetzt immer nur noch so ein bisschen weiter nach links. Und dann gucken wir mal, ob sich da noch was tut. Ein paar Minütchen haben wir ja noch. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir da nochmal was Schönes landen können.
Aber der hat ganz schön Alarm an der Angel gemacht, das Blake auch. Da hat es mir fast einen Controller aus den Flossen gezogen. Da hinten ist aber auch irgendwas Großes. Das sind ja dann immer so Top-Spots, wenn man sieht, dass da viel Bewegung ist. Das ist wie der Hecht-Spot in New York bei um die Seerosen rundherum. Da sieht man es immer springen, wo die Kettenhechte sitzen. Oh, die Reflexion, du. Jetzt hatte ich einen schönen Biss. Ja, komm. Holen wir nochmal. Schnurbremse. Sieht gut aus. Nicht zu hoch, nicht zu tief. Das sollte gut sein. Oh, ist schön. Wir haben schon 71 Kilo im Kescher. Weil ich habe jetzt, wie gesagt, zweimal 4000 Eier nur für die blöde Lizenz. Ihr wisst Bescheid. Dann, was war das andere? Na gut, 8200, um hierher zu reisen für 2 Tage. Na, also wenigstens. Ich sag mal, wir sollten wenigstens mit 15.000 wenigstens sollten wir auf jeden Fall nach Hause. Dann haben wir vielleicht nicht ganz so viel Minus gemacht. Durch das tägliche Einloggen kriegt man auch noch mal so ein bisschen was. Also dass wir das ungefähr so bei 40, ja, bei 40.000 ungefähr halten. Ich habe ja auch noch ein bisschen eingekauft vor diesem Part, wisst ihr ja. Aber wir haben jetzt eigentlich die meisten Sachen da, um an alle Gewässer gehen zu können. Und ein paar Gewässer sind uns ja noch leider verwehrt. Ich glaube insgesamt 5. Könnten 5 Stück sein, ja. Den Grundrouten tut sich gerade gar nicht mehr viel. Das erste Mal jetzt an der Heavy Chaser geht's los. Das ist auf unseren Shiner, Leute. Ja, da muss ich rangehen. Wenn es da jetzt richtig klingelt, da muss ich rangehen. Da bin ich nämlich mal gespannt. Könnte nämlich eine große Seeforelle sein. Oh, was ist denn das? Sag mal. Seid ihr irre? Ach, ärgerlich. Ich habe doch einen perfekten Zeitpunkt abgewartet. Ich hab doch eigentlich alles richtig gemacht, was man richtig machen kann. So, wieder Richtung Baumstumpf diesmal. Zuppel die Zapp. 8,6 Meter. Das kann ich so unterschreiben. Das gefällt mir. So. Ablege ich das Ding. Das ist schade. Das ist wirklich schade. Aber vielleicht ja jetzt hier nochmal was Großes. Also wir kommen jetzt in die Phase, wo ich auch sage, an jeder Angel noch einen Fisch. Oder ein ganz besonders schöner. So wie im letzten Part der 10 Kilo Fisch. Bin ja froh, dass ich mit der Angel dann nicht nochmal hängen geblieben bin hier. Mit unserer Spinnrute. War auch nur da hinten in der Ecke, komischerweise. Einmal im letzten Part habe ich ganz links an diese Kante hier hinten geworfen. Und da hingen wir ja dann irgendwo hier mitten im Berg drin. Keine Ahnung, was da los war. Und das geht natürlich ganz schön auf die Angel. Ihr seht es ja, meine Angel hat jetzt nur noch 72%. Die hätte jetzt zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich noch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal 92. Es ist eben dann schon ärgerlich. Da spritzelt's. Da werft jetzt nochmal hin. Aber ich will sie halt auch ungern kaputt machen, was ja verständlich ist. Sollte man auch nicht mehr weiterleihen. Einfach versuchen abzulegen, den Routenständer. Ihr habt es ja gesehen, vielleicht erledigt sich das von alleine. So schön abgesunken. Können wir doch gleich noch mal gucken, ob sich hier noch ein Biss einstellt. Und haben auch gleichzeitig unsere Schnüre im Auge mit den anderen zwei Routen. Das passt.
immer was los, sage ich nur. Hier ist immer was los. Hier geht's immer. Also das ist Angeln mit den besten Extras der Welt. Ich meine, es gab ja auch schon Parts, ja, ich weiß, wo es wirklich dürftig war. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, geht's doch immer ganz gut ab. Es könnte tausendmal schlimmer sein. Zumal jetzt die Bisszeit. Könnte, glaube ich, jetzt langsam. Ach, schon wieder ein schöner Biss. Aber immer bei so 10, 12 Metern. Was ist denn das? Ja, die Bisszeit könnte jetzt natürlich besser sein. Wie sieht es denn eigentlich aus? Nee, die Bisszeit ist top, sehe ich gerade. Wir sind auf der besten Bisszeit überhaupt. Warum geht denn da jetzt hier nicht dran? Warum tut sich auf dem Grund nichts? Es wäre schon schön, wenn da sich jetzt noch was Großes meldet. Aber vielleicht landen wir jetzt ja auch mit unserem Medium Spoon noch einen richtig schönen Fisch. Auf jeden Fall konnten wir unseren Splake-Rekord schon mal verbessern. Das ist richtig geil. Den gibt es ja auch. Den gibt es auch in einzigartig. Und der mag ja eigentlich die Eritze. Deswegen wollte ich ja eigentlich mit meiner Posenangel auf den gehen. Aber es hat ja nicht ganz so gut funktioniert. Bin auch mal gespannt auf die Nacht, die wir im nächsten Part erreichen werden. Was sich da tut. Da bin ich doch mal sehr gespannt. Weil die Bisszeit geht dann hier so weit runter gegen Abend. Da lohnt es sich nicht mehr, da spulen wir dann vor in die Nacht. Und da gucken wir auch mal, was da so schönes beißt. Da habe ich ja auch noch ein paar schöne Spinnrutenköder. Dann können wir auch mal den Chat für die Nacht noch nehmen. Da bin ich auch mal gespannt. Also da werden sich schon noch ein paar Möglichkeiten ergeben. Aber jetzt ist momentan hier tote Hose. Jetzt, ja, mit Einschlag wieder bei paar 20 Metern. Ohohoho, da ist wieder ein Geselle, sehr, sehr kampfeslustig. Könnte wieder ein Splake sein. Oh ja, oh ja. Nee, stand da gerade Splake oben kurz da oder habe ich mich da getäuscht? Ja, auf jeden Fall eine schöne Seeforelle wieder. Oh, herrlich, also das läuft sehr gut. Und hier hinten ist es irgendwo auch gesprungen. Da wollte ich jetzt auch nochmal den Köder hier ausprobieren. Es ist nur schade, dass unsere Grundrouten so stillstehen. Oh, jetzt hat sie aber gewackelt. Habt ihr das gesehen? Das hat man im letzten Part auch schon mal. Dass die Grundrouten einfach mal so hochgezubbelt sind. Keiner weiß wieso. Hoffentlich hängen da nicht zwei Seedöbel dran. Aber da müssten sie ja wenigstens mal piepsen. Haben mit einem Schlag wieder zugehackt, die Seeforelle hier. Und warum, wenn ihr euch fragt, hä, warum sagt der Seeforelle? Ich sag da immer Seeforelle, weil Seesaibling ist im Prinzip die Seeforelle. Die hatten sich da irgendwie vertan. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile gepatcht haben, ob das noch anders im Menü steht. Zumindest stand es so im Menü. Ich bin kein Experte auf dem Gebiet. Ihr könnt mich auch gerne berichtigen, wenn das anders ist. Aber ich glaube zu wissen, dass das so war. Dass das eigentlich die Seeforelle war und nicht der Seesaibling. So, ich hole jetzt die Grundruten noch mal raus und werfe die das letzte Mal aus. Und ich überlege gerade, mache ich mir jetzt hier noch mal ein... ich habe halt nur so kleine Narrow Spoons, deswegen wollte ich die nicht dran machen, aber wir können sie trotzdem mal probieren. Da kommen wir zwar nicht so weit raus. Aber auf, wie gesagt, auf Medium Spoon gehen sie ja auch, die alten Hunde. Was haben wir denn im Angebot? Das sind die für die Nacht. Das sind die für die Nacht. 7 Gramm. Ach, das ist
So wenig. Ja, ich mach mal. Ich probiere es einfach mal aus. Ich weiß, wir kommen da nicht weit. So, was haben wir denn hier? Warum funzt es denn hier nicht? Holen wir das Ding nochmal raus, die Eintagsflieger. Und platzieren die einfach nochmal an einer etwas anderen Ecke. So, schön. Einmal geleiert und hingelegt. So, und dann nochmal unsere Heavy Chaser. Wo unser vorkömmlicher, vorzüglicher, wohlschmeckend glitschiger Shiner dran ist. Und da vorne spritzelt's, dann werfe ich jetzt auch gleich mal dahin. So, das ist genau die Kante. Da ist es natürlich auch schon wieder extrem tief, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Und ich hoffe, wir werden auch fangen. Oh, fängt gleich an zu piepen. Ah, hier kommen wir wirklich nicht weit raus. Und so im 7 Gramm Köder hier. 40 Meter, 30 Meter. 32. Ah, ist nicht so weit, ich weiß. Aber wir warten erstmal ab. Wie gesagt, zwei, drei Fische noch und dann hat sich die Sache erledigt. Und da geht's auch gleich los. Hoffentlich reißt er nicht wieder ab. Aber noch reicht es nicht aus. Vielleicht ist das auch was Kleineres. Ja, den haben wir. So, jetzt hat es auch mal ganz kurz, ganz schön gezogen. Könnte eine schöne große Seeforelle sein. Das könnte eine schöne große sein. Ma, naja, gut, 4 Kilo wieder. Die XP gehen hoch, die Kohle geht hoch, die Kilos gehen hoch. 80 Kilo Fisch jetzt fast schon. So, und ihr kennt das Prinzip, die lassen wir jetzt draußen. So, nehmen unsere Tora. So, jetzt noch ein oder zwei Fische. Mal gucken, mit wem wir was landen. Natürlich ist hier die Gefahr groß. Bei unserem kleinen Narrow Spoon. Muss man da auch die ganz kleinen Lorche mit an Land ziehen. Die Lorchis. Nein, nicht die Lorchis. Ich meine die Lorchis. Ach, die Lorchis. Naja, kann man halten, was man will davon. So. Wo hau ich denn jetzt die Rübe hin? Hier, schön in der Mitte mal. Zack, reingehauen und hoffentlich auch angebissen. Minus 1 Grad, 4 Grad Wassertemperatur. Ja, für den See hier ist das in Ordnung. Ist auch nicht zu kalt, der See. Da sind die Fische wunderbar aktiv hier. Aber wo sind diese Heringsmeeren? Kann natürlich sein. Ich hatte da mal eine gefangen, da bin ich mir sicher. Vielleicht sind die dafür da, um da mit dem Kanu mal rauszuschippern. Dass man die so hier vorne in dem Bereich gar nicht bekommt, sondern eher dann da hinten. Das ist natürlich möglich. Er zieht sich natürlich auch extrem schnell hoch hier, unser kleiner Narrow Spoon. Das wird nichts mit dem. Das wird nichts. Medium Spoon. Ah, das sind auch noch diese kleinen. Ach komm, ich mach noch mal den roten drauf. Ich mach noch mal den roten drauf und werfe jetzt hier schön da hinten, wo der rumgesprungen ist. So, und den ziehen wir jetzt an Land. Und das könnte unser letzter Fisch werden, meine Damen und Herren. Der Grundangel tut sich nämlich gar nichts. Man hätte eigentlich die andere auch nochmal reinwerfen können. Es war eigentlich ein bisschen albern, die jetzt wegzuschmeißen. Aber ich dachte jetzt, dass es an der anderen jetzt doch beißt, nachdem ich die nochmal
umgesetzt habe. Oh, der Wind säuselt. Schön. Ja, Mittagszeit, der Magen fängt schon an mit Knurren. Deswegen muss ich gleich ein paar beenden hier. Und das halt bloß zur Abendbrotzeit. Das ist doch klar. Gegen um 8 gibt's Hoppa Hoppa, meine lieben Freunde. Von um 7 bis um 8. So, wie sieht's denn aus jetzt hier? Ja, mit denen können wir doch schön twitchen. Ich denke mal, ich wollte gerade sagen, ich denke mal, da ziehen wir jetzt noch einen allein an der Leine. An Lande, meinte ich. So scheint ein, ja, durchschnittliche Größe zu sein. Jetzt sind wir doch mal gespannt. Ich denke mal 3 bis 4 Kilo. Wahrscheinlich wieder so eine Seeforelle. Ja, 5 Kilo sogar nochmal zum Abschluss. Naja, meine Damen und Herren, das war's erstmal mit Fishing Planet, die Ultimate Fishing Simulator Part 94. Ich bin ein Affenkönig, dem ich... nicht vergessen, Instagram, Affenkönig, dämlich, Let's Plays und natürlich Like, Abo, Kommi. Macht's gut, meine Freunde, und ciao.